So, wir fahren nach Bystrica. Bringen dort Eiskaffee in Dosen hin. Ja, das wird knapp. Ja, solche Sachen passieren. So, Polizei. Die Frage. Müssen wir überhaupt fahren? Bratislava? Ah, das ist Slowakei. Okay. Ach, wir fahren nach Polen. Aber wir fahren in die Slowakei. Gut. Tanken müssen wir auch irgendwann. Gut. Freifahrt voraus. Slowakei, wie kommt man nochmal? Was ich gelernt habe, kaufen wir einen LKW, fahren wir mit einem Auftrag zurück mit diesem LKW. Was kostet denn und machen wir anders. Fahrermanager mal kurz. Karten ansehen. Wir fahren dorthin. Er fährt nach. Ist wahnsinnig, wo fahrt er denn hin? Er fährt nach Sheffield. Alles mein Hochwerter gefragt, was man will. Fernfahrt machen, die ist gerade in Ungarn unterwegs. Er ist gerade von Wien nach Lodz. Sheffield Rückweg. Gut. Sind alle brav am Werken. Das ist das Wichtigste. Noch was? Ja, jetzt haben wir so viel gemacht. Muss ich schauen. Ich hatte 10.000 am Tag. Und 5. Sag mal 6 nehmen unsere Fahrer am Tag ein. 4 Minus dabei. Dort angelangt werden wir auf jeden Fall dann mit einem weiteren Auftrag natürlich machen. Aber wir werden, bald wir das nötige Cash haben wieder, dann einen nächsten LKW kaufen halt. Und dann ist die Garage mal voll. Und dann
Ja, da werden wir mal sparen oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir da machen werden. So denke ich mal, Bratislava wäre voll in der Nähe, wenn wir von Wien nach Bratislava fahren müssen. Was wir jetzt? Das wäre gleich nebenan. Nimmst du auch nebenan. Bin halt wirklich unschlüssig dann, wo wir das hin machen. So, jetzt wird erstmal 300 Kilometer runtergefahren. Kurz ein Stopp, ich habe wieder. Merke ich gerade, ich habe keinen Spielesound. Ah, keinen Musik und Spielesound. Ja, oh ja, Spielesound und Sound. Da hat mein Kind wahrscheinlich irgendwo hingedrückt. Kleine. Aber gut. Jetzt nochmal nach Slowakei. Knotenbrater ist dann eh klar, wo wir raus müssen. Da fahren wir gar keine Autobahn. Alles dann nur Schnellstraße quasi. Habt ihr was gesehen? Ich dachte, ich habe das ausgestellt. Ich weiß jetzt schon, warum ich mit dem Ton abdrehe. Ich dachte eigentlich, ich habe mir das ausgestellt. Ich mache das aber in den Einstellungen gleich, was uns.
So. Sehr schön. Habe ich alles da, was ich brauche. Wegen dem Unfall tue ich da jetzt nicht einen Umweg fahren von. Ich fahre doch keinen Umweg. Wenn ich da jetzt gerade ausgefahren wäre, dann hätte ich bis rauf müssen, bis Brünn und dann alles. Also sicher nicht. Ich fahre doch nicht nach Tschechien. Die Wolfstal wieder. Okay, man sieht schon aus jetzt. Bam, 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 bam. Bratislava, wir sind schon wieder warm. €400 für einen Unfall, Stopptafel überfahren, zu schnell tragen gewesen. Das ist eh stark. Also da hätten wir lieber, nehmen wir die 400 mit dem Unfall mit der Polizei, als wir nehmen dann Stopptafel und alles. Was schon so. Bin ich schon zufrieden. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich habe jetzt woanders hingeschaut. Ich habe links, rechts geschaut. Also links. Okay, kurze Aufregung. Kleines Hintergrund gefallen. Aber alles gerichtet. Mal weiterfahren.
zwar. Okay. Back ausgeben. Das Lava ist vorbei. So, und die nächste Ortschaft ist es dann eh schon. Und 50 Kilometer sollten es noch sein, ja, 160. 2 Stunden 7. So, ein bisschen ja. So. Jetzt eigentlich nur mehr. Dorthin. 128? Das wollen wir noch in der Folge durchziehen. Ich sehe. Super Tempo. Wie sich der Berg davon aufbaut, das war lustig. Das war jetzt witzig. Geht wieder in die Berge, zur Tatra.
Glaube ich. Dort müssen wir dann noch unbedingt tanken. Gerade durch. Da geht's nach Bystrica. Letzten 40 Kilometer, 36 Minuten Fahrzeit noch. Helikopter schon wieder. Schon. Gut. Danke. Das war's auch schon wieder.